Eine Einladung muss man natürlich annehmen. Das klingt doch ganz unterhaltsam. Schaden kann's wohl nicht. Ich habe noch viel zu tun. Ich denke, ich werde früh schlafen gehen. Es wird wohl ein langer Tag. Ihr, Eurasia, lasst einen gesellschaftlichen Anlass sausen. Nun ja, ich habe meine Gründe. Habt ihr vielleicht anderes vor? Nein, natürlich nicht. Wo denkt ihr hin? Machen wir vorher doch einen Abstecher im Raya-Tempel und fragen noch einmal, wie wir werden. Warum nicht? Gut, Raya-Tempel und dann eilen wir besser, dass wir danach noch rechtzeitig zum Festplatz kommen. Ach so, ja, ich komme auch nicht mit. Ich wollte meinen Sieg heute feiern. Und das könnt ihr doch hinterher immer noch, oder? Ja, ich dachte mir, ich liefere mir mal wieder eine schöne Prügelei im Chortempel. Das könnt ihr hinterher immer noch. Im Chortempel ist immer jemand zum Prügeln da. Ja. Soll es nicht hier ganz in der Nähe eine wunderbare Zwergenkneipe hier geben? Wirklich? Wo? Ich habe davon gehört, die soll hier ganz in der Nähe sein. Ja, vielleicht weiß der Zwergenkönig das. Ha, ja, scheiße, da muss ich. Scheiße. Ja, da findet ihr ihn ja bei dem Thulamidenabend in Zwergenkönig, weil er auch dort rumlungert. Dann könnt ihr ihn fragen. Ja, gehen wir zu eurer langweiligen Feier. Und so gehen wir zu unserer langweiligen Feier. Ja, feiern. Ihr wolltet vorher noch in den Raya-Tempel? Ja. Was gibt's da? So, wollten wir gerne einmal wegen Pferden fragen. Ob sie so frei wären, einige ausgezeichnete Tiere mitzubringen, um diese zu präsentieren und eine Vorführung zu veranstalten mit ihnen, eine Pferdeschau. Ja, gib mir mal eine Überzeugenprobe, ob das noch nötig ist. Überzeugen? Ja. Darf ich ihn unterstützen? Einer von euch darf gerne überzeugen würfeln. Okay. Dann würde ich das wohl tun. Eine Reitschau ist natürlich... Es ist keine öffentliche Rede, nehme ich an. Nein, es ist keine öffentliche Rede. Du gehst dann zu den Geweihten und bittest sie darum, dass sie die Pferde dann nicht zum Ausreiten benutzen, sondern also, dass sie... Also Kjellas, ja, du willst nicht, oder? Ich möchte jetzt von euch wissen, einer von euch darf die Leute jetzt überzeugen. Aber ja, sie haben... Nein. Sie haben zwar Pferde vorhanden, aber sie sehen es nicht ein, die dann in Zaum zu zäumen, um sie dann vorzuführen wie billiges Vieh. Wer sagt denn in Zaum zäumen? Nein, 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 nein. Wir wollen sie präsentieren, die Glorie der Pferde präsentieren. Aber einzäumen, wer würde so etwas jemals tun wollen? Ja, ihr könnt auch ein bisschen mit denen diskutieren. Sie sind trotzdem der Meinung, dass das nicht sehr pferdegefälliges Verhalten ist. Können wir jetzt endlich weitergehen? Achso, Rafim, ich wollte euch auch noch etwas vorschlagen. Und zwar, was haltet ihr davon, eure beeindruckende Körperkraft zur Schau zu stellen? Ich dachte, wir prügeln uns auf dem Fest nicht. Prügeln wir uns jetzt doch? Nein. Naja, nein, besser nicht. Scheiße. Aber schwere Sachen heben oder Personen heben. Ihr kommt drauf an, was für Sachen und was für Personen. Also, Jalan kriege ich schon hoch, aber... auch nicht ewig. Naja, ich dachte da schon so, vielleicht 3 Leute auf einem Brett oder sowas? Kommt auf die Leute an und wie schwer die gerüstet sind, aber müsste gehen, wieso? Naja, ich denke, das wäre eine nette Show-Einlage. Und zufälligerweise habe ich hier dieses Kraftelixier. Ich überreiche dir ein Fläschchen. Ihr schaut das Fläschchen an. Wir beide tun jetzt mal so, als wüsste ich nicht, was das ist. Was ist das? Das ist ein Elixier, das eure Körperkraft erhöht. Und dann könnt ihr mehr heben, stemmen. Er hebt das mal so vor seinen Augen. Aha. Wie lange hält sowas? Ach, nicht so besonders lange, eine halbe Stunde. Teuer ist sowas? Ja, du merkst mit einer Menschenkenntnis, dass er überlegt, ob er das jetzt gerade trinken will. Naja, wenn ihr 75 Dukaten habt, dann könnt ihr das immer wieder kaufen. Ja.
Gibt's, kann man das runterhandeln? Also wenn das für... Wenn, die Idee ist gut. Da habt ihr recht, Ich kann was probieren, ja. Vielleicht kriege ich ja die Chorgeweihten zu irgendwas Coolem überzeugt. Die können bestimmt auch irgendwas vorführen. Das denke ich doch. Vielleicht ein paar von den Geweihten heben oder so. Das sind ja alles stattliche Personen. Vielleicht finde ich irgendeinen anderen großen Typen und dann werfen wir uns gegenseitig irgendwelche Menschen zu. Na, das wäre doch nach eurer Vorstellung heute schön. Ja, das kriegen wir schon hin. Erinnert mich auf dem Fest nochmal da dran, sonst vergesse ich das. Mhm. Am besten, bevor ich mich mit den Zwergen besoffen habe. Sonst ist es mir vielleicht egal. So, ja. Aber jetzt lasst uns feiern. Wenn ihr dann hinten am der Rauls Arena eintrefft, wo immer noch die Fähnchen im Wind wehen, könnt ihr dieses Mal tulamidische Klänge hören, die sehr exotisch klingen und euch ja vor allem auch an Kunchum erinnert, wenn ihr denn dort schon gewesen seid. Vor allem immer, wenn ihr dann mitkommt, wird sich hier wie zu Hause fühlen und zu eurer Erleichterung spielen diesmal nicht Saltatio Mortis. Es gibt einige Schildkröten, auf deren Panzern ein paar Kerzen befestigt worden sind, die dann überall hier im Matsch im Regen herumkriechen. Das soll wohl tulamidisch wirken. In Kunchum entfaltet das natürlich nochmal ein ganz besonderes, anderes Flair. Hier in Gareth wirkt das dann eher trist, aber immerhin hat man sich Mühe gegeben. Ein paar Sitzkissen wurden aufgestellt, dann gab es auch so eine kleine Holzbohlen, die dann ausgelegt worden sind, damit man da dann eben nicht im Matsch sitzen muss. Aber mit genug Unterständen kann man sich dann eben auch zu einer dieser Sitzkissen hinsetzen, kann dann Wasserpfeife schmauchen, ein bisschen Wassermelone essen, die dann importiert worden ist. Es duftet verführerisch nach Fladenbrot und Lammfleisch und überall wird süßer Tee gereicht. Zudem gibt es einige tulamidische Tänzerinnen, ein paar Charisats, die dann mit den Zaubertänzen den Gästen einheizen. Die Stimmung ist ziemlich gut. Ömer kann auch sehen, dass wohl das Zelt des Hof-Astrologen Kazan umgestellt worden ist und jetzt nicht im vorderen Teil, sondern im hinteren Teil der alten Residenz aufzufinden ist. Sieht das damit irgendwie aus, als wenn das in den Vordergrund gerückt wäre oder genau das Gegenteil? Es ist schon irgendwie präsent. Es ist jetzt nicht im Hintergrund, aber... wirklich Regenverkehr kannst du nicht sehen. Ab und zu mal kommt da jemand vorbei, schaut dann drüber, nickt, lässt sich ein bisschen was erklären, was das dann überhaupt ist. Aber die meisten werden dann nach einer kurzen Erklärung höflich nicken und wohl weitergehen. Wissen also wohl gar nicht, was die da verpassen. Na gut, ne? Man kann nicht jedem die tulamidische Kultur beibringen. Die Leute müssen schon selbst entscheiden und annehmen. Ja, man schaut mal zu seinem Begleiter rüber da vorne, da kann man sich schön die Karten legen lassen, um seine Zukunft voraussagen zu lassen. Kartenleger, ja. Schon wieder? Hm. Ist bestimmt der gleiche. Nun, wollen wir uns doch eine Karte ziehen, oder? Was? Schaden kann es wohl nicht. Nun, es kann jede Menge Schaden anrichten, das will ich euch sagen. Wirklich? Habt ihr so etwas schon mal gemacht? Einmal, ja. Eine ganze Weile mittlerweile. Zu glauben, man wüsste, was das Schicksal für einen bereithält, ist manchmal ungesund. Zu glauben, es wäre mehr als kurzweil, ist ungesund. Möglich. Durchaus möglich. Nun, gehen wir hin. Sollte auf jeden Fall interessant werden. Masa al-Kair. Jamil anak huna. Salam alaikum. Schön, dass ihr hier seid. Darf ich euch auf eine... auf eine Runde einladen. Eine einfache Karte, etwas aus der Kristallkugel oder einen ganzen Baum sogar. Setzt euch. Ihr seht mir sehr interessiert aus. Das letzte Mal, als ich einen Baum gesehen habe, hatte ich hinterher mehr Rätselraten im Kopf als sonst irgendwas. Ich denke, ich werde mich mit einer einzelnen Karte begnügen. Nun, wenn ihr selber bereits einen Baum gelegt bekommt habt, dann bekommt ihr sowieso keinen zweiten. Und dann lasst sehen. Eine einzelne Karte. Eine Karte, die euch das nächste Lebensjahr bestimmt.
Erzählt mir noch etwas von euch, während er, ja, neben seiner Kristallkugel, Ömer kennt den Griff bereits, zu einem Inra-Kartendeck greift. Was, ja, wollt ihr denn die Karten? Was wollt ihr denn über mich wissen? Ich ganz genau, erzählt mir einfach, während ich die Karten mische, etwas über euch. Die Götter werden mir schon die richtigen Karten nach oben legen. Haben wir viel gesehen? Zu viel noch vielleicht. Ich denke, viele meiner Kameraden bin auch ich immer noch nicht ganz von dem los, was in den letzten 3 Jahren passiert ist. Ja. Ich sehe einige Karten. Er mischt währenddessen weiter und fächert sich so 1, 2, 3, 12 Karten, fächert er sich nach und nach raus und packt die wohl beiseite, mischt sie dann später wieder ein bisschen zurück. Ich sehe die Karten. Ja. Gut. Dann heb doch bitte eine der Karten ab. Wenn du einmal drauf guckst mit deinem... Wie hoch ist dein Brett- und Kartenspielwert? Ist es ein Basistalent, ja? Sollte eigentlich. Wissen oder Handwerk? Wissen. Ach hier. Zwei. Zwei. Die Karten sind gut durchmischt, also auch die er abgehoben hatte, die 12 Stück, sind wieder ordentlich und fachgerecht in den Stapel einsortiert worden und gut durchmischt worden. Heb doch bitte eine dieser Karten ab, es ist egal welche. Gut, dann zähle ich 12 Karten ab und nehme die 12. So. Die 3 des Erzes. Das steht vor allem für Schwere, Festigkeit. Vielleicht mechanische Kunstfertigkeit, aber so wie ihr sie gegriffen habt, die Art und Weise, ob ihr mit der linken oder rechten Hand abhebt und wie ihr sie aufdeckt, könnte entscheidend sein. Bauwerk. So interpretiere ich diese Karte. Ihr werdet in diesem einen Jahr wird ein Bauwerk, etwas Schweres und eine, vielleicht nicht unbedingt Festigkeit, eine Festung. Vielleicht wird eine Festung euer Leben bestimmen. Eine Festung? Es ist zumindest keine goldene Karte, sondern eine aus Erz. Und damit vermute ich nicht, dass es um die Bannstrahler geht, sondern um etwas anderes. Es gibt viele Festungen im Land. Nun gut, hab Dank. Eine davon wird eure sein. Sie wird euer Schicksal bestimmen in diesem einen Jahr. Also gut, mein tulamidischer Freund hier hatte schon gestern eine Karte gezogen. Wie sieht es mit euch aus? Oh, gerne doch. Eine einzelne Karte? Zunächst eine einzelne. Also gut, dann bittet er dich auch, während er mischt, dir eine Geschichte zu erzählen und hält dann irgendwann wieder an. Also gut. Ich bin ein Mann der See, ich bin ein Mann der Leidenschaft. Auch ich bin viel herumgekommen und habe in den letzten Jahren viel Verantwortung getragen. Und diese in der Kirche nicht abgelegt, doch vervielfältigt. Reicht euch das schon? Das reicht vollkommen, danke. Hebt eine Karte ab. Ja, ich nehme die Hälfte des Stapels, lege sie beiseite und nehme mir dann eine Karte. Das erstaunt mich nun keines bisschen. Ein Raya-Geweihter, der die Charizard abhebt. Musik, Tanz, Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit. Vor allem aber auch, und so würde ich sie für euch deuten, das Geheimnis, der Schleier oder die Verhüllung. Angelehnt an den Schleiertanz der Charizard. Was auch immer ihr genau mit dieser einen Karte bezwecken wollt, ihr solltet die Bedeutung behalten. Das werde ich. Die Göttin führt meine Hand. Immer. Überaus kurios. So wie ich diese Karte sehe, ja. Hier hatten die Götter definitiv ihre Hände mit im Spiel. Also gut, was ist mit euch? Ich weiß, dass die Pfeile des Lichts sehr skeptisch sind, aber hier haben keine Magier ihre Hände im Spiel, sondern die Götter und vielleicht sogar Praios.
Nun, natürlich. Neugierig bin ich trotzdem. Bitte, leg mir eine Karte. Ja, auch du darfst wieder etwas erzählen. Ja, ich habe mein Leben in den Dienst der Götter gestellt, allerdings auf die Art und Weise, dass ich die Dunkelheit bekämpfe. Im Moment natürlich vor allem die schwarzen Lande und habe natürlich auch schon vieles Schlimmes gesehen und hoffe, dass wir bald wieder unsere Lande zurückerobern können. Also gut, stopp. Das reicht schon. Eine dieser Karten, ja, fächert sie so ein bisschen auf, sodass du dann eine von ihnen ziehen kannst. Ich schiebe langsam meine Hand über den Tisch, strecke den Zeigefinger aus und wähle die vierte Karte von links. So, so. Das Ass des Erzes. Der König des Erzes. Ass. Zumindest unter den Zahlen. Festigkeit. Und die steht nicht für eine Festung, sondern eher für Schwere oder Beständigkeit. Der Bestand, die Kontinuität. Eine Konstante, die euch in diesem einen Jahr begleiten wird. Habt ihr denn schon einmal einen Baum gelegt bekommen? Nein, das ist das erste Mal, dass ich diese Karten überhaupt sehe. Was ist denn ein Baum? Dazu würde ich gleich gerne etwas erklären, wenn ihr denn zustimmen möget. Ich würde euch gerne einmal den Baum legen, denn diese eine Karte reicht mir vielleicht selbst noch gar nicht. Natürlich könnt ihr diese eine Bedeutung, also die Beständigkeit, mag für euch ausreichen, aber zusammen mit eurem Baum könnte vielleicht etwas mehr Klarheit darunter gelegt werden. Sicher. Gerne. Also gut, dann lege ich euch jetzt nach und nach 12 Karten. Er mischt wieder durch und legt dann nach und nach 12 Karten an, die dann aufgeteilt sind wie ein Baum. Er legt zunächst einen Stamm, die Wurzeln, und geht dann wieder nach oben, sodass dann nach und nach ein paar Äste entstehen. Also gut, wir heben von unten ab die erste Karte, die nicht zu den Wurzeln gehört. So bist du, steht für den Fragenden und die momentane Einstellung in der zu beantwortenden Frage. Dreht sie bitte um. Ja, wenn du zu der Karte greifst und die erste, die er dir auch deutet, er zeigt mit dem Finger drauf, umdrehst, kannst du sehen den Ritter des Feuers. Ihr seid jetzt ein leidenschaftlicher Kämpfer. Vielleicht nicht unbedingt ein Rondrianer, aber jemand, der mit dem Feuer streitet. Das auf alle Fälle, oder? Ja, das trifft es eigentlich sehr genau. Erstaunlich. Also haben auch diese Götter ihre Hand auf das Kartendeck gelegt. Gehen wir zu den Wurzeln. Wir müssen, nachdem wir bestimmt haben, wer ihr seid, zunächst eure Waffen definieren. Dies hier ist ein Schwert. Es repräsentiert die inneren Kräfte, die der Fragende, also du, aktiv einsetzen kannst und auch solltest, um eine Frage aufzulösen. Hofkarten an dieser Stelle werden als Kampfgefährten gedeutet. Vielleicht habt ihr eine Hofkarte. Ich decke die Karte auf. Keine Hofkarte, die Eis 2. 2 des Eises steht für Nebel, Feuchte, Herbstkälte, Schneematsch, die Langsamkeit oder auch den Untod. Für unüberlegtes Vorgehen, allerdings nicht überhitzt, so würde ich es jetzt hier deuten. Vor allem zusammen mit dem Nebel. Die Langsamkeit. Ihr lasst euch Zeit oder ihr solltet euch Zeit lassen. Auch das würde dann wieder zu eurer Jahreskarte passen, der Beständigkeit. Interessant. Nun ziehen wir euren Schild. Er zeigt eure inneren Kräfte an. Oder, falls es eine Hofkarte ist, ein Begleiter, der dem Fragenden Halt und Kraft geben kann, manchmal auch passiv eingesetzt. Ich drehe die Karte um.
Eine Karte, eine Hofkarte, der Bulle. Der Bulle, ganz allgemein ein männliches Nutzvieh, aber auch Hengst oder Ziegenbock. Die körperliche Kraft unter der Herrschaft eines Menschen. Eine gezügelte Kraft. Das könnte auf, nun ja, vielleicht einen großen Krieger hindeuten, der seine Waffe zu verstehen mag, der euch beschützt. Habt ihr so jemanden in euren Reihen? Das durchaus. Ich glaube, wenn ihr den Bullen erkennt, werdet ihr wissen, wer gemeint ist. Also gut, machen wir weiter. Öffne das Tor. Die steht für hindernde Umstände, entweder aus der Umwelt des Fragenden oder aus der Gemüts- oder Seelenlage. Dieses Hindernis muss angegangen werden, ehe sich der Fragende der eigentlichen Aufgabe widmen kann. Feuer 5. Die 5 des Feuers ist eine Feuersbrunst oder Fieberkrankheit. Feuriger Schadenszauber. Damit schaut er einmal in Richtung von Ömer. Bitte? Nun, mein thulamidischer Freund, ich werde eure Jahreskarte nicht offenbaren. Aber eventuell hängen diese beiden Karten miteinander zusammen. Ich schaue mal Fragen zu Ömer. Ja, ich hatte irgendwie die Krankheit und Verderbnis. Ich glaube, mir wird es nicht gut gehen in der Zukunft. Fieber, sagtet ihr. Was ja zur Überwindung von Krankheiten verwendet wird oder der Körper einsetzt. Möglich? Rätselhaft. Feuersbrunst. Für mein Freund hier, Ömer, vielleicht nur ein kurzer Abschnitt in seinem Leben. Für dich wird er vielleicht das ganze Leben bestimmen. Zumindest wird er dich dann weiterführen, und zwar an den Scheideweg. Die nächste Position ist die Position, tu den ersten Schritt. Wir konzentrieren uns zunächst auf das Problem, wie der Fieberkrankheit angegangen werden kann. Und das ist die Luft 3. Der Adler, allgemeinhin große Schwarmvögel, Fluggeräte oder auch Flugartefakte. Flugartefakte? So wie ein Hexenwesen? Eventuell. Wenn ihr gemeinsam... Er schaut dabei einmal kurz zu Jalan und auch der ehemaligen Karte, die mittlerweile natürlich auch wieder reingemixt ist, aber zumindest auf die Stelle, wo die Karte von Jalan lag. Was auch immer diese Karte für euch aussagen mag, die Luft könnte ein Verbündeter sein. Der Adler. Wäre dies eine Hofkarte, würde ich sogar sagen, in Verbindung mit Praios könnte es ein Greif sein, aber so weit möchte ich nicht gehen. Na, das sind mächtige Tiere. Wer weiß? So. Jetzt sind wir am Scheideweg. Diese Karte symbolisiert den zentralen Konflikt. Du kannst die Karte wieder umdrehen und es ist die Fruchtbarkeit. Die Göttin Paraine, Schutzpatronin der Heilkunst. Und der Fruchtbarkeit. Reiche Ernte, Kindersegen, baldige Genesung, Schwangerschaft, Herd und Vieh. In Verbindung mit der Krankheiten solltet ihr damit den ersten Schritt tun. Wie gesagt, ihr habt euren zentralen Konflikt habt ihr überwunden. Und die Fruchtbarkeit wird euch die drei Wege weisen. Ich werde sie euch zunächst erklären. Den direkten Weg, der gerade. Und damit eine, in Anführungsstrichen, einfache Möglichkeit. Jemand, der die Dinge nicht sehr kompliziert sieht, sondern einfach gerade zugeht. Und damit in Verbindung der rechte Weg, nach rechts abknickt, ist eine alternative Handlungsmöglichkeit, die ihr aufdecken könnt.
Einige sagen, der direkte Weg wird für jemanden mit roher Kraft als lösende Handlungsalternative gewählt. Der andere, der linke Pfad hingegen, beschreibt eine intelligente Lösung eines Problems, die mit Raffinesse angegangen wird. Als Alternative zu einem Hauptast. Der verschlungene Pfad. Welchen von diesen drei Pfaden wählt ihr? Den geraden, den direkten oder den intelligenten? Ich verlasse mich ganz gerne auf Rondras Gaben, die sie mir mitgegeben hat, aber vielleicht sollte ich mich auch mehr der Herrin Hersinde zuwenden. Ich denke, ich sollte mehr auf ihre Gaben auch vertrauen. Also wähle ich den intelligenten Pfad. Ausgezeichnet. Bevor er dich die Karten umdrehen lässt, wird er den geraden und den rechten Weg sofort einstreichen, damit du deren Karten nicht mehr siehst. Jetzt bleibt nur noch einer der erste übrig. Ihr dürft sie jetzt umdrehen. Den verschlungenen Pfad. Dann drehe ich die erste Karte um. Die Weise. Und da haben die Götter uns vielleicht sogar direkt wieder einmal ein Zeichen gegeben. Gemeint ist normalerweise die Sterndeuterin Niobara von Antiopal. Eine Vertraute von Rohal. Damit liegt diese Karte eigentlich genau an der richtigen Stelle. Weisheit aus der Beobachtung der Natur, Astrologie, Navigation, Naturphilosophie oder ein wohlüberlegter Rat. Wenn ihr die Möglichkeiten nutzen wollt, dann zeigt euch der verschlungene Pfad auch ein Ende. Du kannst die Karte umdrehen und siehst den Kaiser. Traditionell bei uns der Sultan, die gerechte Herrschaft, der Fürst der hohen Adligen, Magokratie, allumfassender Anspruch, Herrschaftsinsignien, Ordnung unter den Menschen und ein hohes Alter. Dies sind eure Karten. Und sie werden sehr bald zusammen mit eurer Jahreskarte sicherlich ein Bild geben, das euch begleitet. Erkennt euer Schwert, erkennt den Bullen und dann löst eure Probleme. Interessant. Habt Dank. Ich werde darüber nachdenken. Er ist wohl zufrieden? Und streicht die Karten wieder ein, mischt sie wieder erneut und schaut dann zu den anderen. Wahrlich faszinierend. Ja, ich hätte auch gerne einen Baum gelegt. Also gut. Die Götter schenken mir hoffentlich ein weiteres Mal ihre Gunst und besehen, wie euer Weg weitergehen wird. Ihr kennt das Spiel mittlerweile, ihr habt aufgepasst. Gehen wir also etwas schneller. Wie seid ihr jetzt? Misch dann wieder 12 Karten vor dich hin, wo du auch die Äste wieder erkennen kannst, die Isaron auch zur Verfügung hatte. Ist also genau das gleiche Bild. Du kannst ja, die erste Karte umdrehen. Das Ast des Feuers. Flamme, Wärme, radikale Erneuerung. Das seid ihr. Durchaus angebracht. Ich denke auch, dass das... meine Reihe abgeschlossen. Genau das. Das Feuer wird gerne und oft mit Raya in Verbindung gebracht. Wählen wir also euer Schwert, eure Waffe aus, eure inneren Kräfte. Ich drehe die Karte um.